Der Cordyceps ist ein Heilpilz, der die Libido erhöht, entzündungshemmend ist und die körperliche Leistungsfähigkeit enorm erhöht. Seit vielen Jahrhunderten wird der auch als Raupenpilz bezeichnete Cordyceps in der Volksmedizin von Nepal, Bhutan und China verwendet, für die Behandlung zahlreicher Beschwerden. Der Cordyceps ist ein spezieller Pilz. Er befällt Larven von Raupen, tötet das Insekt ab und wächst dann aus dem Boden heraus. Er bildet eine Art Stängel, der ungefähr 10 cm lang wird und rot oder braun gefärbt ist. Der Cordyceps wächst nur im Himalaya in einer Höhe von 3000 bis 5000 Meter, ist also ein sehr, sehr seltener Pilz. In der alternativen Medizin wird Cordyceps als natürliches Dopingmittel, Stärkungsmittel angepriesen, auch als potenzsteigerndes Mittel. Deshalb wird der wilde Cordyceps zu hohen, sehr hohen Preisen in China, in Japan verkauft. Bis zu 30.000 Euro kostet ein Kilo wilder Cordyceps. Die alten medizinischen Überlieferungen sagen, dass Cordyceps bei der Behandlung von Asthma, Impotenz, Depression, Diabetes, Ermüdung und hohen Blutfettwerten von enormer Wirkung ist, von positiver Wirkung. Darüber hinaus soll Cordyceps auch das Immunsystem stimulieren und den Alterungsprozess umkehren. Einige Forscher glauben, dass der Raupenpilz auch ein Heilmittel für Krebs ist. Die heutigen Studien zeigen einige interessante Ergebnisse. Zuerst wurde die Leistungsfähigkeit untersucht und eine Studie aus 2010 mit 20 gesunden Probanden zwischen 50 bis 75 Jahren ergab eine Leistungssteigerung durch die tägliche Einnahme von Cordyceps-Präparaten. In einer Studie aus dem Jahr 2009 entdeckten die Forscher, dass Cordyceps auch die Gehirnfunktion verbessert. In dieser Studie wurden Mäuse verwendet. Cordyceps ist auch ein Mittel, um hohe Blutzuckerwerte zu senken. Ja, in einer Studie aus dem Jahr 2002 mit Ratten zeigte sich, dass Cordyceps die Insulinresistenz vermindern kann. Das heißt, der Körper kann wieder Insulin verarbeiten und das ist sehr, sehr nützlich bei der Behandlung von Diabetes. Krebs kann mit Cordyceps behandelt werden, weil Cordyceps das Immunsystem stärkt und es ist bekannt, dass nur durch das Immunsystem Krebs verhindert werden kann und auch geheilt werden kann. Die Killerzellen des Immunsystems werden durch den Cordyceps-Pilz aktiviert und dann kann das Immunsystem die Krebszellen bekämpfen. In einer Studie mit menschlichen Zellen aus dem Jahr 2007 wurde festgestellt, dass Cordyceps die Ausbreitung von Darmkrebs hemmen kann. Cordyceps ist auch ein ausgezeichnetes antibakterielles und antivirales Mittel. So zeigte sich in einer Studie aus dem Jahr 2005, dass Cordyceps Streptokokkeninfektion, also die Halsentzündung auslösen, verhindern kann, dass also dieser Pilz die Ausbreitung der Bakterien verringert. Insgesamt gesehen ist Cordyceps ein ausgezeichnetes Mittel für die Gesundheit, ist sehr milde in der Anwendung und stärkt den Körper auf allen Ebenen, sodass die Lebensqualität erhöht wird. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie ihm einen Daumen nach oben und abonnieren Sie den Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.